Hier sind wir bereits im 10. Kapitel der Vorlesung Einführung in den Elektromagnetismus. Es geht darum zu beschreiben, wie eine Ladung sich im Magnetfeld bewegt. Es gibt viele Aspekte, deswegen teilen wir dieses Kapitel in mehrere Abschnitte ein. Hier ist es der erste. Es geht darum, zu beschreiben, was man Zyklotronfrequenz nennt. Darum zu sehen, wie eine Bewegung aussieht, wenn man sowohl ein E-Feld und ein B-Feld hat. Und dann beschreiben wir noch den Hall-Effekt. Also, worum geht's? Wir hatten gesehen, dass wir, wenn wir ein E-Feld haben, die Bewegung entlang des E-Feldes haben für eine Ladung. Wenn die Ladung, zum Beispiel ein Elektron oder ein ionisiertes Atom, eine Masse hat oder irgendein anderes Teilchen, dann gibt es natürlich eine Beschleunigung entlang dieser E-Feldlinien. Im B-Feld hatten wir uns schon angesehen, dass es sich anders verhält. Wenn wir ein magnetisches Feld haben, gibt es eine Kraft, die senkrecht sowohl auf dem Feld als auch auf der Geschwindigkeit steht. Zur Beschreibung haben wir dieser Kraft, dieser Lorentzkraft, haben wir zwei unterschiedliche Formulierungen verwendet, entweder über die Ladung und die Geschwindigkeit, also Q, V Kreuz B, oder über den Strom und die Länge des Leiters, also I mal L Kreuz B. Wichtig zu merken, wenn die Kraft senkrecht auf dem B-Feld steht, ist natürlich auch die Beschleunigung senkrecht darauf. Das heißt, wenn wir keine Geschwindigkeit haben oder, zweiter Fall, wenn die Geschwindigkeit parallel zum B-Feld steht, ist die Kraft und damit die Beschleunigung null. In diesem Kapitel machen wir uns keine Gedanken darüber, woher ein Magnetfeld kommt, ob das irgendwie durch so ein Stück Metall entsteht oder woher, das spielt keine Rolle. Wir gucken uns nur an, wie die Bewegung aussieht. Ein Beispiel, um damit loszulegen, ist eine Elektronenröhre. Und dann sehen wir nämlich gleich das Wesentliche, was man zur Beschreibung meist verwenden muss, nämlich einzelne Ladungsträger, in dem Fall Elektronen, die in irgendeiner Röhre erzeugt würden durch ein Heizdraht. Durch das Erhitzen von einem Draht treten Elektronen aus und wenn eine Spannung angelegt wird, das heißt ein elektrisches Feld, können diese Elektronen, diese Ladungsträger beschleunigt werden. Vorne ist eine Kathode, das ist ein Metall und wenn die Elektronen hier beschleunigt werden und auf diese Kathode fallen, wird ein Prozess angeregt, der letztendlich dazu führt, dass es hier leuchtet. Eine sogenannte Fluoreszenz entsteht, also Licht. Das Ganze funktioniert nur über diesen Heizdraht und eine Beschleunigungsspannung. Und das hatten wir schon in irgendeinem früheren Kapitel einmal, diese Röhre gesehen. Hier ist also die Hochspannung ungefähr 2 kV. Hier die Elektronenröhre, also vielleicht 20, 25 cm ist das ganze Gebilde groß. Hinten, unten sah man eben die Heizwendel und der Magnet, der dran gehalten wird, verändert die Position, wo dieser Fleck auf der Kathode entsteht, wo der Leuchtpunkt entsteht. Das heißt, wir sehen direkt das Magnetfeld. Hier durch den Magneten hat einen Einfluss darauf, wie die Elektronenbahn aussieht. Und das wollen wir in diesem Kapitel ein bisschen genauer beschreiben, auch Sonderfälle betrachten, die einfach zu beschreiben sind. Also, wie sieht jetzt so eine Bewegung aus? Nehmen wir den einfachsten Fall, dass wir ein homogenes B-Feld haben. Das heißt, das B-Feld, das soll hier durch diese Linien dargestellt werden. Homogen heißt im Raum überall gleich. Die Geschwindigkeit V ist hier eingemalt von irgendeiner Ladung Q, die hier in diesem B-Feld sich bewegt. Wenn wir die Projektion betrachten, und zwar so,
dass das B-Feld in die Zeichenebene hineinfällt, dann wird das üblicherweise durch so ein Kreuz angedeutet. Das heißt, das B zeigt in die Zeichenebene hinein. Die Geschwindigkeit soll jetzt so einfach sein, dass sie in der Zeichenebene sich befindet. Das heißt, senkrecht zu B. Die Lorentzkraft ist dann am einfachsten zu beschreiben, nicht durch den Ausdruck I mal L Kreuz B, sondern Q V Kreuz B. Das heißt in dem Fall homogenes Feld und Geschwindigkeit senkrecht zu B wirkt diese Kraft und ist senkrecht auf V und senkrecht auf B. Das heißt die Beschleunigung auch senkrecht zu V. Und dann wissen wir schon aus der Beschreibung in der Mechanik, wenn wir eine Beschleunigung haben, die senkrecht zu der Geschwindigkeit ist, dann gibt es als Resultat nur eine Änderung der Geschwindigkeitsrichtung, nicht aber des Betrages der Geschwindigkeit. Der Betrag bleibt gleich. Das heißt, es wirkt wie bei einer Kreisbewegung. Wir bekommen hinterher eine Kreisbewegung für dieses Elektronen, was sich oder die Ladung, die sich senkrecht zum homogenen B-Feld bewegt. Und demzufolge können wir auch das, was wir in der Mechanik schon verwendet haben, nämlich weiter anwenden, nämlich dass wir wissen, wie groß die Beschleunigung ist, nämlich Masse V Quadrat durch R ist die Kraft, das hier ist die Beschleunigung V Quadrat durch R oder R mal Omega Quadrat. Und jetzt können wir gleichsetzen, weil natürlich V Kreuz B geschrieben werden kann vom Betrag her als V mal B, wenn die beiden senkrecht stehen. Also QVB gleich Masse mal R mal Omega Quadrat oder MV Quadrat durch R. Und damit bekommen wir eine Kreisbahn. Die Ladung läuft auf einem Kreis und hier stehen jetzt die Größen drin, entweder R oder das Omega, die Kreisfrequenz, wie schnell das Teilchen rumläuft und wie groß die Bahn ist. Und diese beiden Größen, die kann man demzufolge hier direkt auflösen. Also der Radius der Kreisbahn ist MV durch QB, brauchen wir hier nur aufzulösen. Oder die Kreisfrequenz Omega ist Wurzel QVB durch MR. Das bedeutet jetzt, wenn wir eine Ladung haben, die sich hier bewegt, dann ist die Kreisfrequenz oder die Frequenz oder die Umlaufbahn abhängig davon, wie groß das Magnetfeld ist, wie groß die Ladung ist und wie groß die Masse ist. Das heißt, Umlaufzeit ist 2πr durch v, brauchen wir hier nur einzusetzen, kommt dieser Ausdruck raus oder für die Frequenz qb durch 2m. Diese Frequenz wird Zyklotronfrequenz genannt. Das heißt, der Umlauf der Ladung oder die Umlauffrequenz der Ladung auf dieser Kreisbahn ist durch die Ladung selber und durch die Masse des Teilchens gegeben. Besser gesagt oder genauer gesagt von dem Verhältnis der beiden Größen und von dem Magnetfeld. Was steht in diesen beiden Ausdrücken für die Frequenz und die Umlaufzeit nicht drin? Es ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit selber, also hier dieses V oder hier das V, taucht nicht auf. Das heißt, die Frequenz des Umlaufes, die Umlaufzeit, ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Und das ist ein wichtiger Punkt, der uns später noch begegnen wird, wenn wir das sogenannte Zyklotron beschreiben im nächsten Kapitel, im zweiten Teil dieses Kapitels. Dann werden wir sehen, wir können, wenn wir ein Teilchen beschleunigt haben auf eine bestimmte Geschwindigkeit und es umlaufen lassen, dann ist der Umlauf unabhängig von der Geschwindigkeit selber. Wir brauchen nur irgendeine Geschwindigkeit und damit kann man dann tatsächlich rausbekommen, wie das Verhältnis ist von Ladung und Masse des Teilchens.
Und das ist natürlich eine wichtige Größe, wenn man nicht nur ein Elektron beschreiben möchte, sondern vielleicht auch ein angeregtes Atom. Vielleicht ein Kohlenstoff, was ionisiert ist, und man möchte wissen, wie viel Masse steckt denn in diesem Kohlenstoff drin. Also das werden wir uns noch angucken. Zyklotronfrequenz ist das Wort, um das zu beschreiben. Anwendung ist ein Massenspektrometer. Das, wie gesagt, im zweiten Teil dieses Kapitels. Dass das Ganze keine bloße Theorie ist, sieht man im Experiment. Sind Magnetfeld wird erzeugt durch diese Ringe hier. Hier ist eine Kugel, da ist ein Gas drin, eine Elektronenquelle, und diese Elektronen stoßen aus, und im Dunkeln sieht man, dass in dem Füllgas eine Fluoreszenz erzeugt wird durch das Auftreffen dieser Elektronen. Und das ist relativ schwer jetzt zu sehen. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Wenn das Magnetfeld angeschaltet wird, entstehen tatsächlich Ringe in diesem Füllgas. Wie die Elektronen sich bewegen, wird damit gezeigt. Und man kann nachmessen mit dieser kleinen Sonde hier, wie groß das Magnetfeld ist, das durch diese Ringe erzeugt wird. Das ist ungefähr ein Tesla. Das heißt, um das zusammenzufassen, die Elektronen werden erst beschleunigt durch eine Spannung. Danach stoßen sie in dem Gas mit Teilchen und erzeugen damit eine Fluoreszenz. Ein B-Feld wird von außen angeschaltet, das sind sogenannte Helmholtz-Spulen, und wir beobachten eine kreisförmige Bahn der Fluoreszenz und identifizieren die als die Bahn der Elektronen. Wie groß ist jetzt die Umlaufbahn oder wie groß ist die Frequenz, die Umlaufzeit? Nehmen wir dann ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein Proton und ein Magnetfeld von 3 Tesla, Kreisbahn 20 cm. Wenn wir die Masse von dem Proton und die Elementarladung als die Ladung von diesem Proton einsetzen, kriegen wir eine Geschwindigkeit raus. Das ist der Ausdruck von ungefähr 5 oder 6 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde, also schon ziemlich schnell. Die Frequenz eingesetzt in den Ausdruck, den wir eben auf der letzten Seite stehen hatten, ergibt sich ungefähr 46 Megahertz, also 46 Millionen Umläufe pro Sekunde. Also die Geschwindigkeit ist hoch, die Frequenz auch. Ein Beispiel, wo man das auch vielleicht nicht direkt sehen kann, aber wo es eine Rolle spielt, ist das Nordlicht. Wir werden uns in einem eigenen Kapitel nochmal angucken, wie das Magnetfeld der Erde genau aufgebaut ist und auch diese Wirkung der Magnetfelder. Aber nehmen wir mal an, wir wissen, was wahrscheinlich jeder weiß, die Erde hat ein Magnetfeld, was irgendwie so aussieht zwischen Nord- und Südpol, und ein Elektron kommt irgendwie aus dem Weltall von der Sonne an, dann bewegt es sich in dem Magnetfeld, und zwar auf solchen Bahnen, nicht nur kreisförmig, sondern weil es nicht senkrecht auf dem Magnetfeld steht, nicht stehen kann, weil das Magnetfeld nicht homogen ist, aber es macht so zyklische Bewegungen, kreisförmige Bewegungen und wird entlang dieser Magnetfeldlinien geführt. Eine merkwürdige Eigenschaft, die dazu führt, dann, dass diese Elektronen vor allen Dingen in den Regionen der Pole sichtbar sind, also deswegen Nordlicht. Aber das schauen wir uns in einem eigenen Kapitel nochmal an. Ein anderer Bereich, den wir uns hier in diesem Kapitel betrachten wollen, ist der von gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern. Dieser Sonderfall, dass die E-Feld und B-Feld senkrecht zueinander sind, ist einfach zu beschreiben, weil wir dann die Kräfte,
trennen können in verschiedene Koordinaten. Nehmen wir an, wir haben ein elektrisches Feld entlang der Y-Achse, rotes Linie, das müsste also sowas sein, je nachdem, ich komme jetzt ein bisschen durcheinander mit der Richtung, von mir gesehen oder von Ihnen. Das B-Feld soll senkrecht dazu stehen, das heißt nach oben. In Koordinaten, in Komponenten zerlegt, sieht es also so aus. Nur ein EY soll es geben und nur ein BZ. Und die Ladung soll jetzt in der anderen, in der X-Komponente hier bewegt werden. Das heißt, die Ladung Q mit einer Geschwindigkeit, die nur eine Komponente Vx hat. Das heißt, die Geschwindigkeit ist senkrecht zu E und senkrecht zu B. Und damit können wir die Kräfte ganz einfach hinschreiben, die vorliegen. Nämlich, wir haben eine Kraft jetzt durch das elektrische Feld, was an der Ladung sozusagen zieht. Sie beschleunigt natürlich nur in der Y-Komponente, weil ja die Kraft parallel zum Feld ist. Das heißt, die Kraft ist Q mal EY. Das ist die einzige Komponente. Für das B-Feld haben wir die Lorentzkraft Q V Kreuz B. B hat als einzige Komponente, hier steht es, das Z. V hat die einzige Komponente, das Vx. Also bleibt übrig die einzige Komponente in der Y-Richtung, Vx mal BZ. Das heißt, wir haben nur eine Kraft auf die Ladung in der Y-Richtung, wobei die Größen von EY und BZ abhängen. Das heißt, jetzt in der Zeichenebene gemalt, also Zeichenebene soll die Y-Richtung darstellen, Geschwindigkeit hier in einer Richtung steht QEY, die Kraft des E-Feldes, in der anderen, oder das hängt natürlich von der Ausrichtung von BZ ab, das QVX BZ. Das heißt, wir haben keine Kraft entlang der X-Richtung, keine Beschleunigung, sondern nur in der Y-Richtung. Und diese Kräfte hier nach unten und nach oben können sich genau aufheben, zu Null addieren, wenn B-Feld und E-Feld diese Relationen haben. Also dann, wenn Q mal Vx BZ gleich Q EY, dann gibt es keine resultierende Kraft. Und das Q kürzt sich hier raus, also bleibt die Bedingung dafür über, dass nämlich Vx, der Quotient ist von EY und BZ, dann gibt es keine Kraft. Das heißt, die Ladung fliegt hier einfach weiter in diesen gekreuzten Feldern, wenn diese Bedingung besteht. Und damit haben wir etwas, was ich als Geschwindigkeitsfilter verwenden kann. Nur die Teilchen mit einer bestimmten Geschwindigkeit laufen hier einfach weiter. Alle anderen werden entweder in Richtung plus y oder minus y abgelenkt. Nur eine bestimmte Selektion der Geschwindigkeiten der Teilchen kann durchläuft diese Felder ohne Ablenkung. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel eine Elektronenröhre hat, kann man damit Geschwindigkeit selektieren, dann ein elektrisches Feld anlegen zur Ablenkung. Das hatten wir uns in einem der früheren Kapitel über das elektrische Feld angeschaut und damit tatsächlich nachweisen, wie groß die Ladung bzw. genau das Verhältnis von Ladung zu Masse ist. Das führte letztlich zur Entdeckung des Elektrons als Größe, die eine bestimmte Ladung hat und eine bestimmte Masse. Der Name Thomson ist damit verbunden. Wir gucken uns das hier mit diesen gekreuzten Feldern nicht nur aus dem Grund an, um dann vielleicht zeigen zu können, was für eine Eigenschaft das Elektron hat, sondern weil es auch noch einen Effekt gibt, der damit zusammenhängt. Und der Name dazu ist Hall-Effekt. Nehmen wir jetzt nicht ein Elektron an,
Das soll das Elektron sein, was sich irgendwie bewegt in diesen gekreuzten Feldern, und zwar nicht nur in irgendeiner Röhre, im Gas vielleicht oder im Vakuum, sondern betrachten einen Strom, der in einer dünnen Metallfolie läuft. Dann haben wir den gleichen Effekt, müssen nur darauf achten, dass wir jetzt zur Beschreibung nicht die Einzelladung, sondern den Strom verwenden. Das heißt, für die Lorentzkraft, die den Ausdruck I L Kreuz B verwenden. Und wir wollen jetzt nicht nur das elektrische Feld von außen anlegen, sondern betrachten, was dieses Magnetfeld mit Ladung in so einer Folie für Wirkungen hat. Also, gibt es einen Einfluss von diesem Strom auf den Leiter, wenn von außen Magnetfeld anliegt? In der Zeichnung, das könnte hier diese Folie sein, sieht das folgendermaßen aus. Wir haben eine dünne Metallfolie, ein Magnetfeld senkrecht dazu, in die Ebene hinein, Zeichenebene hinein, so ist es hier durch diese Kreuze oder durch diese kleinen X hier angedeutet. Wir schließen von außen eine Spannungsquelle an, sodass hier ein Strom fließt. In dem Fall also Pluspol hier, die Ladung soll Q sein und fließt hier durch. Das heißt, wir haben wiederum, wenn wir die Koordinaten in der Weise hier hinschreiben, nur eine Komponente der Geschwindigkeit in dieser Richtung, in der X-Richtung. In dem Fall betrachten wir erstmal nur den Fall, dass wir eine Ladung haben, die eine positive Ladung hat. Also ein Plus-Q mit einer Richtung der Geschwindigkeit in X-Richtung, also plus Vx. Das Magnetfeld nach innen rein, das heißt, wir haben, jetzt muss ich wieder aufpassen, ob von Ihnen gesehen oder von mir, wir haben in der X-Richtung die Geschwindigkeit V, B in die Zeichenebene hinein, die Kraft nach oben. Wenn Sie es sich vielleicht deutlicher ausdrücken wollen mit Ihren Fingern, können Sie es gerne machen oder Sie nehmen irgendeinen Gegenstand, um das klar zu machen. Das heißt, die Geschwindigkeit in der X-Richtung, das B-Feld, was in die Zeichenebene hinein, also in die Z-Richtung läuft, führt dazu, dass es eine Kraft nach oben gibt, auf positive Ladung. Wenn es jetzt aber eine Kraft auf die Ladungsträger nach oben gibt, werden die sich oben sammeln an dieser Metallfolie und unten wird es weniger Ladung geben. Wenn die sich aber oben sammeln, gibt es hier auch ein elektrisches Feld von oben nach unten. Ein elektrisches Feld heißt aber auch, ist verbunden mit einer Spannung. Wir können also diesen Effekt durch zwei Größen ausdrücken, entweder durch die Ladungsverschiebung, die durch ein elektrisches Feld hervorruft oder eine Spannung. Im einfachsten Fall, näherungsweise, mag diese Ladungsverteilung oben und unten gleich sein, also unabhängig von der, wo man sich in der X-Richtung befindet. Dann wäre das elektrische Feld homogen, dementsprechend die Spannung darstellbar als die Größe, hier dieses H nennen wir das, die Höhe des Metallstreifens, wie hoch das ist, mal dem elektrischen Feld. Also Spannung und elektrisches Feld hängen zusammen. Wenn es aber ein elektrisches Feld gibt, dann gibt es auch eine Kraft auf die Ladung, Q mal E. Und dann haben wir plötzlich den Fall, den wir gerade schon beschrieben haben, nämlich gekreuzte Felder, das B-Feld in die Tafel, in die Zeichenebene hinein, das E-Feld senkrecht dazu. Und es bildet sich ein Gleichgewicht der Kräfte aus, was folgendermaßen aussieht, wenn der Strom tatsächlich fließt. Ein Gleichgewicht wird es geben zwischen der Verschiebung aufgrund der Lorentzkraft und des E-Feldes, was
sozusagen entgegenarbeitet. Also Gleichgewicht QE gleich QVB, das ist der gleiche Ausdruck, den wir eben bei den gekreuzten Feldern haben. Wenn wir aber ein E-Feld hier jetzt haben, was erzeugt wird durch die Bewegung im Magnetfeld, dann gibt es auch eine Spannung. Also eine Spannung UH, das ist die sogenannte Hall-Spannung, ist gerade H mal E und das ist H mal V mal B. Das heißt, eine Spannung entsteht in der Metallfolie zwischen oben und unten. Und diese Spannung ist abhängig davon, wie groß die Geschwindigkeit ist und wie groß das Magnetfeld ist. Und das heißt als Konsequenz, entweder, wenn wir wissen, wie groß das Magnetfeld ist, können wir das V bestimmen, oder wenn wir wissen, wie groß das V ist, also die Driftgeschwindigkeit der Ladung in so einem Leiter, dann können wir das B bestimmen. Also haben wir tatsächlich eine Möglichkeit, ein Magnetfeld zu messen. Eben hatten wir positive Ladungsträger angenommen. Wir wissen aber, haben wir aber noch nicht richtig gezeigt, dass üblicherweise der Strom, den wir in einem Leiter haben, durch Elektronen, also durch negative Ladungen, hervorgerufen wird. Schauen wir uns das an, was passiert, wenn wir eine negative Ladung haben, die alles andere soll gleich bleiben. Das heißt, die Stromrichtung soll gleich bleiben, nur das Ladungsvorzeichen soll umgedreht sein. Das bedeutet aber, wenn wir den Strom weiterhin in diese Richtung führen, dass die Geschwindigkeit dieser negativen Ladung auch in die andere Richtung laufen muss. Das heißt, also mit minus V, entgegen der X-Richtung, so wie wir das eben beschrieben haben. Das heißt jetzt nichts anderes, wenn wir eine negative Ladung haben, dann werden diese Ladungsträger oben sich sammeln und demzufolge wird das elektrische Feld oder die Hall-Spannung gerade ein anderes Vorzeichen haben als in dem Fall der positiven Ladung. Das heißt, aus dem Vorzeichen, aus der Polarität dieser Hall-Spannung lässt sich ablesen, ob es negative oder positive Ladungen sind, die in dem Strom sich bewegen. Und daran kann man sozusagen zeigen, dass es tatsächlich Elektronen sind, die sich in einem Strom üblicherweise bewegen. Die Anwendung der Hall-Spannung ist in mehreren Richtungen. Zum einen lässt sich darüber bestimmen, wie groß die Ladungsdichte N ist. Das hatten wir uns in dem Kapitel über Strom schon angeguckt, Strom in irgendeinem Metall, dass der Strom geschrieben werden kann als die Ladungsdichte, eigentlich Ladungsträgerdichte, die Ladung selber, die Driftgeschwindigkeit Vd und den Querschnitt. Querschnitt in dem Fall ist also die Höhe hier dieser Metallfläche mal der Dicke der Fläche. Das N lässt sich dann einfach auflösen als I durch Q mal V mal H mal D. Wenn wir aber die Hall-Spannung UH nehmen als H mal V mal B, lässt sich es auch in dieser Weise schreiben. Das heißt, das N ist bestimmbar, wenn wir wissen, wie groß der Strom ist, können wir leicht messen. Wenn wir wissen, wie groß das B ist, wie groß die Ladung ist, die Hall-Spannung lässt sich auch messen und die Höhe des Metallstreifens. Also aus einer bekannten oder bestimmbaren Stromgröße lässt sich die Ladungsdichte bestimmen, wenn wir wissen, wie groß das B ist. Wir können es umgekehrt aber auch verwenden, um B selber zu messen. Das heißt, in dem Fall müssen wir wissen, wie groß der Strom ist und wie groß das N ist, also wie viele Ladungsträger zur Verfügung stehen, die Dichte der Ladungsträger.
gleiche Formel, die wir eben hatten, nur nach b aufgelöst, steht dann dieser Ausdruck. Das heißt, die Hallspannung als Messgröße, I muss bekannt sein, D als geometrische Größe und N muss auch bekannt sein, dann können wir das Magnetfeld B bestimmen. Und das sind tatsächlich die Sensoren, die üblicherweise verwendet werden, um ein Magnetfeld zu nehmen. Man nimmt nicht eine Kompassnadel, um ein Magnetfeld zu nehmen, kann man auch machen, wenn das Magnetfeld relativ groß ist. Es gibt kleine Hall-Sensoren, die auf diesem Prinzip beruhen. Und der Sensor ist hier vorne nur diese kleine Spitze, das andere ist ein bisschen Elektronik. Überlegen wir uns, wie groß diese Hall-Spannung ist. Nehmen wir an, dass wir das ansetzen können, wenn wie groß die Driftgeschwindigkeit ist, nämlich klein Bruchteile von einem Zentimeter pro Sekunde oder gar Millimeter pro Sekunde. Das hatten wir uns in dem Kapitel über den Strom für übliche Leiterquerschnitte überlegt. Also in dem Fall ungefähr 3 mal 10 hoch minus 5 Meter pro Sekunde für einen Tesla und eine Höhe h von einem Zentimeter, kommt raus, setzen wir nur ein, 0,3 Mikrovolt. Also das ist nicht groß, es ist relativ klein. Die Verschiebung der Ladungsträger durch diese Lorentzkraft ist nicht groß. Die Hallspannung hatten wir eben gesehen, die hängt ab von dem N, wie viel Ladungen pro Volumen vorliegen. Und das hängt ab damit, was für ein Material es ist. Wenn in einem Halbleiter das N klein ist, Halbleiter heißt wenig Ladungsträger pro Anzahl der Atome, wenn das N klein ist, dann ist, hier steht es 1 durch N, dann ist die Spannung UH groß. Für Kupfer irgendwie 8 mal 10 hoch 28 pro Kubikmeter, für Silizium ein paar Größenordnungen kleiner, demzufolge, 9 Größenordnungen sind hier ungefähr dazwischen, demzufolge ist in dem, diese Hallspannung in dem Silizium um den Faktor 10 hoch 9 größer. Das heißt, wenn wir hier vorher eine kleine Spannung von ein paar Mikrovolt haben, die relativ schwer zu messen ist, und zwar bei einem Feld von einem Tesla, was schon relativ groß ist, dann können wir durch Verwendung von Halbleitern genauer hingucken und genauer messen, wie groß das Magnetfeld ist. Das heißt, Hall-Sensoren sind das übliche Instrument heutzutage, um die Größe von Magnetfeldern zu bestimmen. So viel hier in diesem Kapitel zu der Frage, wie sich Ladung in Magnetfeldern bewegt. Wir machen jetzt hier eine Pause oder einen Abschnitt und im Kapitel 10.2 gucken wir uns dann an, wie ein Zyklotron funktioniert und ein Massenspektrometer. Bis dahin erstmal tschüss.